Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Wir sind hier vor Kelseik, wo ich ja im letzten Part gesagt habe, nicht, dass der hier wiederbelebt wird. Wir zerstören hier einfach mal diese Dinger. Ich hoffe mal, das hält seine Wiederbelebung auf und so. Oh, da brauchen wir. Es passiert was. Wenn ihr versagt habt, ist Sikandas Feuer dennoch von Nutzen. Und ihr einfachen Sterblichen werdet als Opfer dienen, wenn ich damit meinen Schöpfer wieder zum Leben erwecke. Okay, eine richtig coole Zwischensequenz, muss ich sagen. Das muss wohl die Königin der Argonen gewesen sein, von der mir schon berichtet wurde. Allerdings ist sie heutzutage, glaube ich, nicht mehr so... Na, was wollte ich jetzt sagen? Die ist heutzutage irgendwie nicht mehr so interessant oder nicht mehr so häufig zu sehen wie noch vor der Erweiterung. Ist das hier wieder... Jetzt sag mal nicht, wir müssen das Ding hier töten, ne? Ist das eine Gruppenquest oder was? Weil, das, ich weiß es nicht. Ich traue mich da nicht so wirklich dran. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich werde an dieser Stelle mal eben kurz ein Lagerfeuer aufstellen. Wo haben wir denn Lagerfeuer? Da oben. Stellen wir mal das Lagerfeuer auf. Wir sortieren hier mal eben kurz durch. Und dann schmeißen wir mal ins Lagerfeuer unsere, wie nennen sie sich denn? Die Talismane. Um uns ein bisschen zu verstärken. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt irgendwie was anrichten können oder so, oder ob das auch wieder so eine Quest ist, die wir direkt in die Tonne treten können. Wir testen es jetzt einfach mal. Wir sind jetzt mutig. Wow, 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 wow. Geht schon gut los. Sehr schön. Bisher funktioniert es auch ganz gut. Oh, da ist was angekommen. So, komm, wirbel doch mal bitte. Oh, das Viech haut uns ganz schön auf die Fresse. So, wir testen es einfach mal weiter, wie weit wir damit klarkommen. Bisher ist es ja noch nicht ganz so pralle. Sehr schön. Auch das hat noch ganz gut funktioniert. Aua, aua, aua. Nee, ich glaube, wir sollten da wirklich die Finger von lassen. Ich halte das nicht für sinnvoll, weiter dagegen zu kämpfen. Schnell, wir müssen weg. Au. Wir müssen weg. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Liebe Freunde, ich glaube, wir sind tot. Scheiße. Ach, ja, habe ich mir beinahe gedacht. Ach, Mann. Da kann ja keiner riechen, dass das hier wieder... Ah, das ist doch ein Käse, ey. Das ist unglaublich. Ja, dann... Jetzt sind wir wieder... Nee, bitte nicht. Ey, jetzt... Bitte nicht. Sag mir nicht, ich muss komplett durch das gesamte Land wieder zurück. Warte, Moment. Wir gehen jetzt erstmal hier zum... Warte mal. Leben auffrischen. Ja, bitte mach mich wieder komplett voll. 5 Gold kostet mittlerweile, ich werde bekloppt. Und dann versuchen wir jetzt nochmal das Portal. Vielleicht funktioniert das ja jetzt, nachdem wir da ein bisschen was rumgetüftelt haben. Bitte, lass es funktionieren. Ich habe keinen Bock, wieder durch die komplette Landschaft zu laufen. Moment, bevor ich irgendetwas tue. Tod des Formers, abbrechen. Tod des Formers, bitte weg. Ne, nie wieder. Das habe ich jetzt einmal, habe ich ja jetzt versagt. Das möchte ich nicht nochmal. Ah, guck mal an, wir können endlich teleportieren. Sehr schön. Machen wir das einfach mal. Finde ich gut. Weil jetzt können wir da nämlich drüber, ohne dass wir da großartig weit laufen müssen.
Und dann können wir, glaube ich, als nächstes schon wieder die Quests abgeben. Jetzt muss ich nur noch mal eben kurz gucken, ob wir irgendwie was verloren haben an Klamurdens. So, haben wir da was verloren? Ja, uns ist was kaputt gegangen. Das heißt, so, da ist wieder drin. Und da ist auch noch alles heile. Okay. Gut, dann müsste das ja jetzt soweit wieder alles passen. Passt das noch? Ja, angegriffen werden gewöhnliche Monster. Ja, ja, passt alles. So, dann können wir hier auch direkt unsere Quest abgeben. Die zwei Quests, die lasse ich jetzt mal ganz geschmeidig dahin. So, ja. Herzensangelegenheit. Findet Herzen und gibt ihm einige Herzen, die er studieren kann. Okay, das machen wir. Die Herzensangelegenheit müssten wir eigentlich hinkriegen. Ja, und dann können wir ja auf dem Weg dahin... können wir ja dann die Quest soweit abgeben. Wo ist denn eigentlich die andere Quest? Also die Hauptquest. Wo geben wir die denn jetzt ab? Nachdem die Troller der Argonen da uns beklaut hat. Oder zumindest irgendwas aus Kelseik rausgenommen hat. Müssen wir auch nochmal gucken. Machen wir mal. Hier ist noch ein Kräuterchen. Das Kräuterchen nehme ich doch auf jeden Fall noch mit. Damit wir uns auch weiterhin Tränke machen können. Ja gut, das mit den Tränken ist schon eine ganz gute Idee, aber allerdings hier diese Gruppengegner, das ist... ich bin ja auch hohl, ne? Warum habe ich denn nicht meine Boss-Dinger da reingepackt? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich sind wir deswegen so schnell gestorben, weil wir unsere Boss-Klamotten nicht drin hatten. Aber nun gut, man kann ja nicht immer an alles denken. Was haben wir denn hier? Ach guck mal, die sollen schon wieder die töten? Was soll ich denn immer mit denen töten? Okay, die brauchen wir auch nur so töten, die droppen anscheinend nichts, was wir brauchen. Da kommt, fällt der schon wieder auf die Fresse. Was ist denn hier los? So, nochmal zwei weg. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal zwei und dann haben wir es auch schon wieder. Ja, ach, also du bist wieder du. Du bist wieder du, ist auch eine super, auch eine super Aussage. Aber immerhin. So. Sehr schön. Wieder was fertig. Wir haben ein bisschen Ruf bekommen. Haben eine Quest zum Abgeben wieder neu. Aua. Ach, du lebst noch. Ich dachte, du wärst tot. So. Haben wir die dann auch. Sehr schön. Wo geben wir die Quest jetzt ab? Einen da oben und eine hier unten. Okay, dann machen wir das so. Das heißt, wir einmal hier wieder hoch. Beziehungsweise wir müssten ja theoretisch zwei irgendwie an einer Stelle abgeben. Und deswegen fangen wir hier unten erstmal an und dann müssen wir uns nach oben Richtung nächstes Lager begeben. Wo wir dann bestimmt wieder die nächsten Quests bekommen, die wir dann abbrechen können. Immer diese Bums, ey. WoW hat es damals so gemacht, da gab es ja auch noch Gruppenquests zur alten Zeit, zu Burning Crusade und ich glaube Wrath of the Lich King Zeiten war es auch noch so gewesen. Und dann haben sie ja irgendwann die Elite-Gegner alle abgeschafft oder beziehungsweise so leicht gemacht, dass man die auch locker alleine machen kann. Würde mich hier auch sehr freuen, zumindest in den älteren Gebieten, weil dann kann ich euch da auch ein bisschen mehr zeigen. So müsst ihr halt damit klarkommen, was ich euch hier so zeigen kann. So, das haben wir soweit gemacht. Jetzt können wir den nochmal anquatschen. Chandra Mainaya, die Macht einer Göttin. Was? Achso, die Macht einer Göttin, doch die Herzlosigkeit einer Argonin. Und das ist Kelseiks Leichnam. Chandra Mainaya hat ihm etwas genommen. Sie kann das Feuer. Vielleicht war das Feuer der kleine Teil, der überlebte, nachdem Tulsa Sikanda in Kelseik verwandelte. Nur ein Gott kann ergründen, was Chandra Mainaya mit einem Fragment eines toten Gottes anfängt. Ihr solltet Kaya berichten, was ihr herausgefunden habt. Für Valkyon. Okay, wir sollen also unserer... Okay, wir sollen mit Kaya in Kanstria sprechen. Kaya war ja die Göttin des Krieges, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das werde ich aber erst später machen, denn jetzt wollen wir irgendwie nach oben... um dort eben noch die anderen zwei Quests abzugeben. Ja, ich glaube, zwei Quests sind es noch. Und dann müssen wir uns... Können wir uns eigentlich von da, wo wir uns gerade hingeportet haben, also in das kleine Dörfchen, können wir uns von da aus auch wieder zurück teleportieren? Weil das wäre ja mal eine Idee.
sich von da aus wieder nach Canestria zu teleportieren. Müssen wir später mal schauen, ob das funktioniert. Und wenn nicht später, dann auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Denn ich sehe gerade, wir haben hier jetzt noch gut 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich da noch so viel gewuppt bekomme. Was ist das hier eigentlich? Ist das hier ein abgestürztes Raumschiff? Oder sind das Raumschiffe? Oder sind das einfach nur so komische... Ach nee, das sind so einfach nur so komische Gebilde. Ich sage gerade, wenn man das hier so von der Anfang sieht, sieht mit der Spitze, sieht es gerade ein bisschen wieder aus wie so ein Raumschiff. Aber das hatte ich ja schon öfters erzählt, dass hier bei den Argonen irgendwie alle so Science-Fiction-mäßig ausschaut. So, wieder ein bisschen Kräuterli für uns. Auch wieder ein grünes. Die grünen Kräuter, muss ich sagen, finde ich auch ganz toll. Auch wenn es ewig dauert, bis wir da genug zusammen haben, um überhaupt noch stärkere Fläschchen zu basteln. Aber schauen wir einfach mal. Ich sammle einfach mal, während wir auf dem Weg da zur Questabgabe sind, weiterhin die ganzen Kräuter. Weil dann sollten wir auf jeden Fall irgendwann auch mal wieder, wenn wir mal wieder in der Hauptstadt sind, ein bisschen weiter skillen können. Hoffe ich mal. Weil ein bisschen was brauchen wir ja noch, um weiterzukommen. So, das haben wir auch. Da haben wir auf jeden Fall auch wieder was ganz Neues gefunden. Irgendein Indigo-Blatt oder so. Ist das jetzt gerade wieder respawned oder täusche ich mich da jetzt? Naja, nehmen wir es einfach mit. Und weiter nach oben. Ihr merkt schon, wir tasten uns langsam Richtung Quest vor. Und ich kann es ja auch nicht sein, dass, ne? Ich kann nicht einfach an diesen hässlichen Blättern vorbeilaufen. Ich muss die haben. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann muss ich das auch immer unbedingt haben. So, das Ding können wir uns auch noch eben holen. Und dann sind wir auch gleich schon oben angekommen. Wieso sind wir eigentlich gerade nicht in der Lage, das Sammeln zu hören? Wurde das gar nicht mit der Erweiterung angepasst, dass man jetzt mehr sammeln kann? Also, dass man noch weiter mit dem Sammeln skillen kann? Weil normalerweise müsste das doch eigentlich angepasst sein. Oder wir sind hier einfach in einem Gebiet, wo wir einfach nicht mehr weiter skillen können. Dass wir erst ins neue Gebiet müssen, um da weiter zu skillen. Das könnte natürlich auch sein. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall bei uns am Ziel hier angekommen. Schauen mal, was die uns noch so weitergeben, ob die uns noch mehr Quests geben. Oh, sieht sogar so aus. Ich sehe schon eine Quest auf jeden Fall leuchten. Und ich denke mal, wenn wir hier die eine abgeben, zwei sind sogar. Und ich denke mal, wenn wir hier die eine abgeben, wird es noch mehr geben. So, das haben wir soweit gemacht. Schauen wir mal hier. Der hat sogar zwei. Die nehmen wir natürlich auch beide an. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie es aus, wie es mit uns dann weitergeht. So, aber gibt es denn hier... Das hört sich an, als ob es hier irgendwie ein Portal oder sowas gibt. Nee, aber... Das ist einfach nur so ein Rauschen. Naja, soll mir recht sein. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier wieder rausbegeben und einmal gucken, was wir da so für Quests haben. Ich sehe gerade, wir haben sogar noch eine fertige Quest. Machen wir das mal erstmal wieder zu. Wo sollen wir die denn schon wieder abgeben? Müssen wir dann später auch mal gucken. Ich werde mal gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal hier Quest Nummer 2 ein bisschen angehen werden. Ich hoffe mal, dass das diesmal ausnahmsweise keine Bumps sind. Und da haben wir wieder Kräuter. Oh, Kräuter sammeln. Sehr schön. Wieder ein komisches Käferli. Wobei ich immer noch nicht so genau weiß, wofür die Käfer sind. Für was für einen Beruf. Ob das auch für Pflanzen sind? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, lass mich raten. Der Rote ist wieder ein, ja, der Rote ist wieder ein Weltboss. Und die, ja, natürlich. Bam-Quest. Wer hätte das gedacht? Was? Oh. Nummer 2 müssen wir mal eben kurz gucken. Müssen wir erstmal wieder einblenden. Azarka-Wächter. Okay, die können wir direkt abbrechen. Geh mal bitte... Nein, du sollst mir die ein anzeigen. Ich will genau. Pfad des Todes. Gut, die können wir abbrechen. Weg damit. Den Weltboss, naja. Da müssen wir mal gucken, ist überhaupt einer online? Der Mofaka ist online. Den kenne ich auch noch nicht. Den hatte ich bisher noch... ich weiß gar nicht.
In der Liste könnte er auf jeden Fall schon drin gewesen sein, allerdings wüsste ich das jetzt nicht. Vom Namen her sagt mir das relativ wenig. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wie komme ich zur Nummer 2? Hier oben rum und dann einmal im Kringel rumdrehen oder was? Ich versuche das mal. So, das Ding nehme ich auf jeden Fall erstmal wieder mit. Aber sehen schon interessant aus, die Viecher. Naja. So, sattel mal wieder auf, damit wir hier uns ein bisschen schneller bewegen können. Dann gucken wir mal. Geht das hier durch? Ach, guck mal, da haben wir sogar schon die zwei, die Viecher, die wir suchen. Das ist ja sehr schön. Die sehen irgendwie so ein bisschen pflanzenartig aus, ne? Also bisher finde ich es noch nicht so eine große Bedrohung. Ich weiß nicht, was die später noch können. Okay, das war mal nix. Haben die uns überhaupt Schaden gemacht? Haben die uns überhaupt einmal angegriffen? Ich weiß es gar nicht. So, das haben wir auch. Zap, was ist denn? Hallo? Die Kollisionsabfrage ist gerade sehr, sehr brillant. Oder leckt das heute allgemein ein bisschen? Das könnte natürlich auch sein. Naja, was soll's. 12 Stück brauchen wir noch. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt wieder das, was wir sonst auch immer gemacht haben. Wir locken erstmal alle Viecher hier, sammeln erstmal alle Viecher zusammen und hauen sie dann der Reihe nach oben. Jetzt muss ich mir gerade nochmal ins Gedächtnis rufen. Wie war das? Welche Fähigkeit sollte ich nutzen? War das F2, damit ich nicht mehr unterbrochen werde? Ich hoffe mal. Wir versuchen es einfach mal mit F2. Sehr schön. Und... Das sieht auf jeden Fall schon fast richtig aus, was ich hier mache. Okay, und da wurden wir auch direkt wieder unterbrochen, aber ich denke mal, die Fähigkeit ist sowieso ausgelaufen. Ich hoffe mal, das war richtig jetzt mit F2, nicht, dass es F1 gewesen ist, was ich hätte drücken sollen. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Wir haben nämlich die Quest jetzt in Rekordzeit abgeschlossen. So wie es eigentlich Normalfall sein sollte. So, und jetzt können wir eigentlich noch zur Nummer 1, ne? Wenn ich das richtig sehe, nach oben eben kurz. Dann müssten wir auch kurz vor der Instanz stehen. Dann sprechen wir den Fritzen da eben noch an. Und dann müssen wir gucken, dass wir beim nächsten Mal dann erstmal nach Kanstria zurückkommen, um dort Kaya Informationen zu geben über das, was wir erlebt haben. Mit der Königin. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, der Königin der Klingen, aber die Königin der Klingen war ja wieder StarCraft 2. Mit der Königin, Argonenkönigin, so ist es. Was ist das denn hier für komische Viecher? Jetzt wird's aber seltsam. Das ist interessant. Ich denke mal, die müssen wir später auch noch bekämpfen. Das würde mich mal interessieren, was die machen. Wobei, die sehen jetzt wahrscheinlich relativ harmlos aus und sie sehen nichts nach nichts aus. Und dann später, wenn sie im Kampf sind, dann drehen sie völlig durch, so wie so Terminator. Wer Terminator 2 gesehen hat, dieser komische... Ich wollte jetzt gerade fast sagen Metall-Terminator, aber die waren ja alle aus Metall. Aber dieser Flüssig-Metall-Terminator. Dann drehen sie bestimmt auch auf und machen irgendwelche ganz besonderen Sachen. So, wie... Da ist schon mal falsch. Ach guck, habe ich ja gesagt. Die machen sich dann auf und da ist dann irgendwas drin, was uns bekämpft. So, wie kommen wir denn jetzt hier zur Quest? Oder muss ich die... Ne, die muss ich jetzt nicht töten. Ich gehe hier einfach mal weiter. Ach, guck an. Und da haben wir ihn auch schon, unseren Auftraggeber. Sehr schön. Der will jetzt von uns bestimmt, dass wir die Viecher töten. Ja. Dann gucken wir mal an, was die so können. Sammeln wir sie uns erst... Ne, wir machen erstmal eine Einzelgruppe. Erstmal eine Einzelgruppe, um zu gucken, was die können. Und wenn die... Ja, die Kollisionsabfrage wieder. Ja, danke schön. Dankeschön, hat mir sehr weitergeholfen. Ah, ein bisschen Schaden machen die. Ein bisschen Schaden richten sie schon aus. Okay, dann können wir ja eigentlich noch die letzten 6 und so zusammenpullen. Kommt mal her, bitte. So, euch. Euch. Und euch will ich auch haben. Dankeschön. Fähigkeit einsetzen. Sehr schön. Und dann los geht's. So, 2 Stück leben noch. Aber die kriegen wir, sollten wir eigentlich auch relativ schnell weghämmern können. Fangen wir mit ihm an. Zack. Und zack.
Und dann haben wir die Quest soweit. Ach ne, Moment, wir sollen noch irgendeinen namhaften platt machen. Wo ist der denn? Hier anscheinend nicht. Wir gehen mal hier eben noch einen Tacken weiter. Vielleicht finden wir den hier irgendwo. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, werden wir im nächsten Part und in der nächsten Aufnahmesession mal gucken, dass wir hier diesen namhaften wegbehauen. Und ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch bis hierher gefallen hat. Disco-Kugel. Oh. Und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Terra wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.